Es ist mir gestern aufgefallen, dass einige vielleicht Angst haben, wenn sie hören, wo wir stehen im Strom der Zeit. Wir brauchen keine Angst haben. Es steht hier im Jesaja 35, Vers 4. Sagt zu denen, welche zaghaften Herzens sind. Im Englischen heißt es fearful hearts, die beängstet sind. Sagt zu denen, welchen zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Es ist wirklich nichts. 35, Vers 4. Man braucht keine Angst haben. Der Herr ist doch mit uns. Und ich mache diese Vorträge nicht, um Menschen Angst zu machen, sondern nur mal zu zeigen, wo stehen wir im Strom der Zeit. Ich bringe auch nie was Neues. Ich bringe nur das Alte, was wir schon lange wissen. Alles, was ich tue, ist sehr einfach. Ich nehme die Geschehen, so wie sie geschehen in der Welt, und setze sie in einer Reihenfolge. Und wenn man das dann so mit dem prophetischen Licht, das wir haben, vergleichen, dann sieht man, dass es so toll passt. Wir haben eine Wahrheit, da können wir so stolz drauf sein. Wir sind die Einzigen, die diese Wahrheit haben. Und ich glaube nicht, wir dürfen drauf rumliegen und darauf rumschlafen. Wir sollen diese Wahrheit verkündigen. Und das ist der einzige Grund, warum ich es mache. Nicht aus irgendeinem Grund, dass Leute beängstigt werden oder dass sie glauben, was soll das, wieso so viel Aufregung bringen. Wenn wir nicht wissen, wo wir stehen im Strom der Zeit, wie können wir uns wirklich im Herzen vorbereiten? Und ich möchte auch warnen, dass wir nicht sagen, okay, das ist jetzt so nah, ich mache jetzt nichts mehr. Ich tue nicht mehr dies und ich tue nicht mehr das. Wir leben, als ob Jesus Christus erst in 15 Jahren kommt. So planen wir. Wir planen, als ob er in 15 Jahren kommt. Und wir leben, als ob er morgen kommt. Also Martin Luther hat schon gesagt, wenn ich weiß, er kommt morgen, pflanze ich heute noch einen Baum. Mein Sohn studiert jetzt Medizin, das sind 7 Jahre. Ich hoffe, dass er es nicht fertig machen braucht. Aber das heißt nicht, dass er jetzt nicht zur Universität geht, weil wir sehen, die Zeichen erfüllen sich. Wir müssen nicht den Kopf verlieren, einfach weitermachen mit dem täglichen Leben, das ins Herz hineinschreiben und sagen, ich weiß, dass mein Gott kommt und ich weiß, dass wir eine Wahrheit haben. Und die Zeit ist kurz, aber wie kurz, das wissen wir nicht. Gott kann seinen Segen verzögern, weil da noch viele sind, die gerettet werden müssen. Gott kann es kurz schneiden, weil es am Ende ist. Wir sind nicht da, um eine Zeit und eine Stunde zu geben, das wissen wir nicht. Also nicht beängstigt sein, nicht so sehr verzagen, dass man nicht weiß, was man machen soll. Aber die Botschaft muss klar sein. Babylon ist gefallen, komm aus hier raus von mein Volk, von wegen. Babylon ist lieb, komm, wir machen gemeinsame Sache. Das können wir nicht machen. Unsere Botschaft sagt, kommt raus, geh nicht rein. Gut, wenn wir die Lichter ausmachen können, heute möchte ich reden über den König von Babylon. Wie gesagt, einiges habe ich ja schon hier gesagt, aber es war auf Folie und dann sind da auch ein paar Dias, die es mal ganz deutlich machen sollten, warum es auf die andere Seite. Okay. Stell mich hin, wo man mich hinstellt. Einige Dias, die zeigen werden, dass da überhaupt kein Zweifel sein kann. Wir brauchen nicht uns zu wundern, wer ist Babylon. Babylon hat 3 Teile, der Geist der Weissagung sagt es schon. Es ist der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Und der Drache ist alles, was mit dem Spiritismus zu tun hat, die östlichen Religionen, alles einbezogen unter dem Drachen. Aber der Drache gibt seine Macht und seinen Thron dem Tier. Es soll alles unter Katholizismus stehen. Und das ist der König von Babylon. Das ist das kleine Horn, das sich groß tut. Und der falsche Prophet, haben wir gesehen, ist gefallener Protestantismus. Da brauchen wir nicht argumentieren. Ist er schon da? Kommt er noch? Babylon sind diese 3 zusammen. Aber die regierende Macht in Babylon
soll das Papsttum sein. Jetzt, wieso nennt die Bibel es denn Babylon? Und das wollen wir heute Abend mal kurz durchschauen. Gut, und da folgte ein anderer Engel, der gesagt hat, Babylon ist gefallen. Da steht nicht, Babylon wird fallen, da steht, Babylon ist gefallen, diese große Stadt, weil sie all die Völker betrunken gemacht hat mit dem Wein ihrer Unzucht. Nicht wird fallen, ist gefallen. Das heißt nicht, dass Leute, die in Babylon sind, alle verloren sind. Nein, sonst könnte die Bibel nicht sagen, komm aus ihr raus, mein Volk. Also Gottes Volk sitzt zum größten Teil noch in Babylon, ohne dass sie es wissen. Die Bibel sagt in Jeremia 3,19, ich dachte, du würdest mich Vater nennen. Aber was macht ihr? Ihr dreht euch, kehrt mir den Rücken zu und dann seid ihr wie eine Frau, die, was ist unfaithful in Deutsch? Untreu ist, danke, zu ihrem Mann. Und so bist du untreu, o Haus von Israel, deinem Gott gegenüber. Also wiederum, Babylon hat drei Teile, der Drache, das Tier, der falsche Prophet. Und wir wissen auch, dass es eine Frau ist, es ist eine Kirche und sie sitzt auf Scharlach und Purpur. Und es ist eine Blasphemie, die Bibel definiert ja Blasphemie, wenn man sagt, ich bin Gott und wenn man sagt, man kann Sünden vergeben, das ist Blasphemie. Zweimal wollten sie Jesus steinigen für Blasphemie, als er gesagt hat, ich bin Gott und als er gesagt hat, eure Sünden sind euch vergeben. Und sie hat Purpur an und Scharlach an und viel Gold und Edelsteine und Perlen und dergleichen sind gegenwärtig. Und es ist eine Geheimnisreligion, Offenbarung 17, 3, Vers 5. Es ist das Geheimnis der Bosheit. Schon zur Zeit der Propheten sagt Ezekiel, dreh dich mal um und schau mal wieder hin. Du wirst ganz schlimme Dinge sehen. Und dann da an der Tür des Herrenhauses, gegen Norden, da saßen die Frauen und sie weinten für Tammuz. Jetzt Tammuz war das, der Gott von Babylon, der Gott, der gekommen ist als Wiedergeburt auf die Erde, um die Menschen zu erlösen. Er ist eine Verfälschung von Jesus Christus. Aber dieser Gottesdienst, der lockt und er ist etwas, was den Menschen einfach nur so weit bringt, dass er lieber das tut, als das, was Gott sagt. Weiter lesen wir in Ezekiel 8, 16, dass da Menschen waren und dass sie gen Osten sich drehten und dass sie die Sonne anbeteten im Osten. Also es ist ein System der Sonnenanbetung. Und dann warnt die Bibel durch Jeremia, flüchtet von Babylon, rennt für euer Leben, muss nicht vernichtet werden wegen ihrer Sünden. Sie stehen wieder dem Gesetz. Das ist die Definition der Sünde. Es ist eine Auflehnung gegen Gott, gegen Gottes Autorität. Und es wird mit ihr passieren, was sie verdient. Sie war ein goldener Kelch in Gottes Hand, aber der Kelch wurde gebraucht, um ein falsches Evangelium zu verkündigen. Und die Bibel sagt, in Church History steht schon geschrieben, dass das Christentum zerfallen wird in ein Heidentum und dass man die Kirche, die christliche Kirche von dem Mittelalter, eigentlich getauftes Heidentum nennen kann. Das steht schon in Kirchengeschichte. Und dieses Dia zeigt hier, beim Pantheon in Rom, wie das Heidentum mit der Kirche zusammengeschmolzen ist. Hier unten das päpstliche Zeichen, dann den Elefanten, Zeichen der östlichen Religionen, dann die Stela da, Zeichen des
Sonnengottes und obendrauf noch das Kreuz. Alles in einem verbunden. Ich war mit euch schon früher in dem Basilika St. Clement. Da sehen wir Asklepios-Anbetung, die Schlange. Und die Schlange steht natürlich für Satan, wie wir es sehen werden. Mithra, der Sonnengott, der persische Sonnengott. Und die Symbole des der babylonischen Religion, die Schlange, der Fisch, da ist ein Ankh, Zeichen des Lebens. Und so mal kurz wieder zusammengefasst, die Entstehung der babylonischen Religion. Es wurde ja behauptet, dass Nimrod und Semiramis damit etwas zu tun hatte. Nimrod wurde vernichtet wegen seiner Auflehnung gegen Gott. Und seine Frau Semiramis verkündigte, dass er aufgestiegen war, Teil wurde vom Sonnengott. Und dass er dann wiedergeboren wurde in der Barmutter, in dem Uterus seiner Frau, nämlich Semiramis, und dass sie dann imprägniert wurde durch diesen Sonnengott. Sie hatte also ein Empfängnis, sie erwartete die Reinkarnation ihres eigenen Mannes, und als er geboren wurde, dann war er der Erlöser der Welt, der Wiedergeborene. Und er wurde angebetet bei den Chaldäern als Bel oder Maradoch, auch Ninnes, und als Sohn Tammuz. Wie ich eben gesagt habe, die Bibel sagt, dass Israel so gerne abtrünnig wird und Tammuz anbetet, eher als den wahren Gott. Auch Rhea, die Mutter, sie war gleich Ishtar, Astarte, Beltes, Königin des Himmels, und sie war derjenige, der den Zorn Gottes unterdrückte. Eine ganz wichtige Persönlichkeit, weibliche Teil, der auch zur Gottheit angehoben wurde. Und sie wurde auch die Mutter Gottes genannt und sie war die Königin des Himmels. In Ägypten wurde diese babylonische Religion übertragen, und da war es Isis und der Sohn Osiris, Isis das Weibliche. In India Isis und Aswara, in China und Japan war es Xingmu, die heilige Mutter mit dem Erlöser. In Griechischen war es Ceres und Irene und Plutus, in Rom Fortuna und Jupiter Pure, und dann hatten sie auch noch andere Namen, Sibel, Janus und so weiter. In Skandinavien wurde es dann übertragen auf die germanischen Völker, Frigga und Balder, immer der gleiche Gott, die gleichen Gottheiten kriegen nur andere Namen. Venus und Adonis waren sie auch, und natürlich in Phönizien waren es Ashtoreth und Baal. Das war das Weibliche. In der Bibel lesen wir immer wieder, dass die Säulen, die zu Ashtoreth aufgebaut wurden, mussten abgebrochen worden. Es war ein sexueller Kultus, denn es war ja eine Wiederbefruchtung der Frau durch den verstorbenen, in die Sonne aufgenommenen Gott, der nachher versteckt war als Baal. Das war der Versteckte, der Sohn Ninus, der war derjenige, der die Welt erlösen musste. Aber die weibliche Persönlichkeit spielte eine sehr wichtige Rolle, und sie übernahm quasi die Rolle des Wiedergeborenen. Das Kind war bekannt als Zoroaster, die Saat der Frau, als Mithra, den haben wir eben gesehen im Basilika des St. Clement, wo die frühen Christen und die Heiden zusammen angebetet haben, war er der Erlöser. Dionysius, der Sündenträger, Bacchus im Griechischen, der Weingott, der Zweig, Vishnu, der Victim Man, was ist ein Victim jetzt wieder in Deutsch? Nein, ja, Victim ist einer, der das Urteil auf sich nimmt, der Opfer, ja, der Geopferte. Und Osiris war König der Könige, das sind alle die Titel Jesus Christus. Das ist also eine Verfälschung dieses Kind von Jesus Christus. Denn
Satan hat eine Gegenreligion, die die wahre Religion verfälscht. Wir haben also einen falschen Erlöser, wir haben eine Muttergöttin, die Mutterfigur, die wurde auch im Osten angebetet, später als die Mutter Erde, Mutter Gaia, die fröhliche Gottheit in dem neuen New Age spielt eine gewaltige Rolle. Also Maria und Kind ist eine Übertragung von diesem babylonischen Gottesdienst. Und darum muss Maria ja auch zur Gottheit angehoben werden. Und darum in 1854 erklärt Papst Pius IX, dass sie unbefleckt war. In anderen Worten, sie hatte keine Sünde. Die Bibel sagt, sie war geboren unter der Sünde. Sie starb. Katholizismus lehrt, sie ist aufgefahren in den Himmel. Denn wenn man unbefleckt ist, wenn man keine Sünde hat, und der Sündelohn ist tot, dann braucht man auch nicht sterben. Also ist sie aufgefahren in den Himmel und erst in 1951 erklärt die katholische Kirche ex cathedra, dass sie aufgefahren ist in den Himmel. Und da ist sie. Wir sehen auch das heidnische Zeichen da, da werde ich gleich mehr drüber reden. Und dieses Mutter-Kind-Symbol ist nicht Maria und Kind, sondern sind die babylonischen Gottheiten, die im alten babylonischen System angebetet wurden. Da sind sie im Ägyptischen, die ägyptische Madonna. Und wir sehen auch hier oben auf dem Kopf etwas ganz Interessantes. Das ist Mond und Sonne. Das werden wir ein bisschen später betrachten. Das ist auch Symbol der männlichen und weiblichen Gottheit, der Sonnengott, der fiel hinein in die Barmutter seiner Frau. Das ist also ein sexueller Kultus und da wurde er wiedergeboren als Sohn. Also Mutter-Kind-Anbetung kommt direkt von Babylon, dann wurde es übertragen ins Ägyptische und dann gen Osten im Buddhismus, im Hinduismus und dergleichen haben wir die gleiche Religion. Und jetzt kann man sehen, warum der Katholizismus kein Problem hat, den Buddhismus zu umarmen, warum er kein Problem hat, den Hinduismus zu umarmen und warum er auch kein Problem hat, den Islam zu umarmen. Nur die Militanten müssen kaputt gemacht werden, denn die Religion hat ja auch einen Frauenkultus in sich. Fatima ist die wichtigste Persönlichkeit im Islam und darum ist es auch nicht komisch, dass Maria in Anführungsstrichen erschien zu Fatima, um eine Brücke zu bauen zwischen Katholizismus und Islam. Hier haben wir die indischen Gottheiten, da sind die japanischen und die buddhistischen Gottheiten, die Mutter mit Kind. Also Mutter mit Kind Religion ist direkt babylonisch. Neues katholisches Enzyklopädie. Pius XII. Hat bestätigt, dass Maria die Königin ist. Also sie ist Königin des Himmels und hat ein neues Fest eingesetzt. Mai 31, Maria Königin. Und die ganze Welt wurde geweiht der Maria. Und Oktober 31, 1942 war ein besonderes Fest, Maria Königin. Also wir haben eine Königin des Himmels und die Bibel sagt, dass Gott verzürnt war, als sie Brötchen gebackt haben für die Königin des Himmels. Das ist die heidnische Gottheit und die Brötchen, die sie natürlich gebacken haben, waren die Osterbrötchen mit dem Kreuz drauf. Hot Cross Buns. Kriegt man die in Europa zu Ostern? In England und in all den anderen Ländern natürlich ja. Regen sich die Leute immer auf, wenn ich die kaufe und die verzehre. Die schmecken nämlich recht gut. Und dann sagen sie mir, das darfst du nicht essen, das ist heidnisch. Aber ich weiß doch, diesen Gott gibt es doch gar nicht. Wieso soll ich das Brötchen nicht essen? Paulus sagt ja, wenn dein Glaube schwach ist, dann isst du keine Hot Cross Buns. Aber wenn dein Glaube stark ist und du weißt, das ist doch ein Gott, der überhaupt nicht existiert, kannst du die doch verzehren, das ist doch nur Brot. Naja. Catholic Layman, Juli 1856.
Also katholische Kirche sagt, dass der Sünder, der direkt zu Jesus Christus kommt, der tut das mit Furcht und Beben. Aber er braucht nur die Mittlung der Maria zu beantragen und sie zeigt ihm dann ihre Brust und dann ist er wieder sanft und lieb. Es ist ein schreckliches Zitat, das heißt, dass Maria erfüllt die Rolle, die Jesus Christus erfüllen soll. Und hier ist das Bild von Maria mit dem Herz, da zeige ich später auch noch etwas, dass das aus dem Heidentum kommt. Und hinten drauf steht geschrieben, dass ich in der Gegenwart des Himmels dich erwähle, Maria, als meine Führerin und meinen Fürsprecher und dass ich alles, was ich habe, dir überlasse und dass du mit meinem Körper und meinem Geist machen kannst, was du willst. Also der wahre Mittler wird weggenommen im Katholizismus und wird ersetzt durch Ria, Ishtar, wie sie auch heißt, Isis und so weiter. Und dieses Bild hier vom Ger Cappucci in Rom haben wir ja auch, das symbolische, die symbolische Übertragung der Mittlerschaft von Jesus Christus zu Maria. Sie hat die Löcher in den Händen, sie bekommt die Dornenkrone auf das Haupt. Also Katholizismus hat hineingebracht in die westliche Welt und in der christlichen Religion die altheidnische Anbetung der babylonischen Gottheit. Die Priester von Sibel, sie waren ja Priester einer weiblichen Gottheit, also waren sie Zölibat, sie waren ja verheiratet mit dieser weiblichen Gottheit. Und dann wurden sie auch beschnitten. Heute passiert das auch noch in den inneren Kreisen. Haben wir ja manche Mönche, die werden noch um den Kopf beschnitten. Nonnen werden auch die Haare abgeschnitten in den inneren Kreisen. Einige legen sich in den Sarg hinein, wo sie sterben. Der Sarg wird zugemacht und dann werden sie wieder aufgeweckt. Die gleichen Rituale haben wir in der Freimaurerschaft, die gleichen Rituale auch in Satanskulten. Und dann bekommen die Priester die Macht, um zu opfern für die Lebendigen und die Toten. Aber die Bibel sagt, es gab nur ein Opfer, es gab nicht viele Opfer. Diese weibliche Gottheit wurde auch, hier ist es, angebetet als unter dem Symbol der Taube. Und das Symbol wurde auch im Heidentum so gebraucht. Und heute braucht man sich nur die T-Shirts anschauen und die Symbole der neuen Weltordnung. Und wir sehen, dass die Friedenstaube überall Symbol ist. Wir leben nämlich unter Isis. Und die ganze Welt ist Isis geweiht. Und die katholische Kirche hat ja die ganze Welt der Maria geweiht. Aber Maria ist eigentlich Isis, ist eigentlich Ria, ist eigentlich Ishtar. Macht nicht, was für einen Namen wir ihr geben. Es ist die alte babylonische Religion. Juna, die Taube, weiblich, ist auch gleich dem Heiligen Geiste. So in der katholischen Kirche geschehen die Zeichen und Wunder unter dem Symbol Marias. How to believe in miracles, Glaube an Maria. Tausende und zigtausende, Millionen Menschen rennen zu diesen Symbolen, um sich Erlösung zu holen. Im Vatikan haben wir die Sonne. Das Sonnensymbol am Hauptaltar, der steht ein bisschen vorne, aber das ist so im Hintergrund. Und dann natürlich das Symbol von Juno da in der Mitte drin. Das ist nämlich die Gottheit Sonne und das Weibliche. Das Weibliche wurde auch als Mond angebetet. So, wir haben den Sonnengott und den Mondgott und meist als Zickelmond, den werden wir gleich sehen. Der stellt die Barmutter dar, das ist ein sexueller Kultus mit der Sonne in der Barmutter. Und dann haben wir es vereinigt. Der kleine Ninus, der wurde so angebetet in der Vergangenheit, heute nennen sie ihn Bambino. Und die Bibel sagt, er wird mit Gold und Edelsteinen und dergleichen geschmückt werden. Und die Menschen schreiben,
Stapel Briefe an kleinen Bambino und erzählen ihnen ihre Probleme und hoffen dann auf Erlösung. In Daniel 11, 38 steht geschrieben, anstatt ihm, dem wahren Gott, werden sie einen Gott der Festungen anbeten. Jetzt Nimrod hat die Stadt gestiftet, er hat die Festungen von Babylon aufgebaut und somit haben wir einen Gott der Festungen. Das ist nicht der wahre Jesus Christus, sondern der falsche. Und der wird mit Gold und Silber und Edelsteinen und so weiter beschmückt, so wie wir es eben gesehen haben. Die Bibel hat es vorausgesagt. Also Ninis, Osiris, Iswara, was es auch immer ist, ist gleich der Mann und ist auch gleich der Sohn. Und er wurde auch angebetet natürlich als Dagon. Also Osiris war auch Dagon, auch Ichthys, der Fischgott. Und diese babylonische Gottheit wird heute noch mit vielen Symbolen verehrt. Da ist der altbabylonische Priester mit seinem Fischkopf auf dem Haupt und dem Fischtalar. Dieses Bild habe ich gerade letzte Woche fotografiert im Pergamon Museum in Berlin. Und hier sehen wir die altbabylonischen Priester mit ihrem Fischkopf da oben auf dem Kopf drauf. Da sieht man es ja ganz schön. Und dann den kleinen Becher mit heiligem Wasser. Und dann und es hat sich nichts geändert in der katholischen Kirche. Es sieht genauso aus, der Fisch ist nur etwas versteckt, der Kopf bleibt immer noch gegenwärtig. Da ist der Fischkopf, da ist das Auge, der Mund. Der Mund ist manchmal zu, meist ist er offen und hier haben wir das heilige Wasser. Hier ist Ishtar mit einem Fischkopf auf dem Kopf und dann wurde es geändert in ein Kleid. Und man sieht auch hier dieses Tuch, dieses Band, das hier um den Hals ging und dann hier runterkam und manchmal auch hier vorne so einen Streifen hatte. Das werden wir auch sehen, ist ein heidnisches Symbol. Und hier haben wir Papst Johannes Paulus mit dem Fischkopf und dem Fischschwanz auf dem Kopf und das wird eben ein Mitra genannt und es wird geglaubt, dass das ein Symbol der Kirche ist. Es ist aber ein Symbol des Dagon und nicht Jesus Christus. Hier ist Ishtar, der Fisch, und das ist nicht Ishtar, das ist Isis, aber das war ja auch Ishtar im vorigen, im Babylonischen, also Isis, der Fisch. Und dann auch wieder die Barmutter, der Mondsymbol und die Scheibe, der Sonnengott, der in die Barmutter hineingab. Also da ist es im Ägyptischen, da ist es im Hinduismus. Und wir finden diese babylonische Religion als Weltreligion heute versteckt unter verschiedenen Titeln und verschiedenen Deckmanteln. Darum ist es nicht kompliziert für den Papst, um sich zu überstellen über alle Religionen und für alle zu sprechen, denn sie haben alle die gleiche Grundreligion. Ein weiteres babylonisches Zeichen ist der Schlüssel, zwei Schlüssel. Es ist nämlich der Schlüssel zur Unterwelt und der Schlüssel zum Himmel. Es ist diese Gottheit, die babylonische Gottheit, die ist der Löwengott, der dieses Tor aufschließt. So der Mitra stellt vor den Fischgott Dagon und die Schlüssel sind die Schlüssel von den heidnischen Gottheiten Janus und Cybel. Der Papst selbst ist ein Pontiff und wie wir ja wissen von der Geschichte, in der Stadt Pergamum war Attalus der Dritte der letzte Pontiff von Babylon. Die Religion kam von Babylon zu Medo-Persien, flüchtete von da, stiftete Pergamum, blieb dann behalten mit all den Titeln, all den Ausrüstungen, die man da so hatte. Und dann wurde es übertragen zum Kaiser von Rom. Von Rom ging es dann im Jahr 378 nach Christus, hat Gratian den Titel abgelehnt und der
Titel Pontifex Maximus, der Brückenbauer zwischen Himmel und Erde, wurde dann übertragen auf den Bischof von Rom und er wurde dann der König, der neue König von Babylon. Und im Jahre 431 nach Christus verwies er dann nach den beiden Schlüsseln und sagte, es sind die Schlüssel von Petrus. Im alten babylonischen System war da auch ein Pontiff, Pontifex Maximus, der Brückenbauer, und er hatte ein Collage von Kardinalen unter sich. Er war Stellvertreter Gottes, der jetzige Papst auch. Er war unfehlbar, der jetzige Papst auch. Er wurde angesprochen als ihre Heiligkeit, der jetzige Papst auch. Und es war notwendig, sich ihm zu unterstellen, durch den man den Ring oder den Fuß küsste. Hier sind wir in Rom beim Vatikan und da sehen wir den Titel Pontifex Maximus, den wir zurückführen können bis in das heidnische System hinein. Hier ist Papst Pius der IX, PM, Pontifex Maximus, da ist die Krone, da sind die Schlüssel können wir ein bisschen größer machen, dass man sie besser sieht, da sind sie. Zwei Schlüssel. Die haben nichts mit Petrus zu tun. Das sind die alten heidnischen babylonischen Schlüssel. Auch der Stuhl von Petrus hat all die Heidensymbole drauf. Und dieser Stuhl hier, der war ja auch bekannt als der Stuhl, auf dem Petrus saß. Der wurde vor kurzem entblößt als ein Fraud von 300 nach Christus. Aber trotzdem steht er noch da. Das war der erste Papststuhl, wo Petrus stand. Bei der Krönung des Papstes wird die dreifache Krone, dies hier ist eine persische Krone, auf das Haupt gelegt. Und es ist ja interessant, dass dieses Tier hat Eigenschaften des Bäres, es hat Eigenschaften des Löwens, es hat Eigenschaften von all den Altreichen. Und diese Religion wurde nämlich übertragen über die Jahre von Babylon in das nächste Reich Medo-Persien, in das nächste Reich Griechenland, in das nächste Reich Rom. Und so hat es Komponente von all diesen Reichen in sich. Diese Krone ist eben persisch. Hier sehen wir die Krönung des Papstes, das Lila und das Rote sehr prominent, die beiden Farben, die die Bibel ja auskennt. Es wird niedergebeugt vor diesem König und er wird getragen. Hier sehen wir auch Papst Pius, das Handzeichen ist sehr wichtig, werden wir gleich weitersehen. So wird er getragen durch die Welt mit der dreifachen Krone. Der Jetzige hat es noch nicht machen lassen, wer weiß, vielleicht passiert es noch. Hier sind die heidnischen babylonischen Könige, wie sie getragen wurden, die Häupter dieser Religion, mit den gleichen Federn, die wir eben gesehen haben, mit dem gleichen Aufbau und alles Mögliche. Es ist einfach nur eine Übertragung der babylonischen Religion in die jetzige Religion. Da sehen wir es wieder einmal, das ist Papst Paulus der VI. Das war der vorige Papst, der eine, der nur 33 Tage regiert hat, den lassen wir erstmal weg. Und da haben wir die gleiche Federn und das sind meistens bestimmte Vögel, die auch im Vatikan sehr prominent sind. Das ist auch ein heidnisches Symbol. Und er wird getragen, genau wie die alten Pontiffs von der damaligen Zeit. Hier wird er auch in der Welt herumgetragen. Handzeichen sind sehr wichtig. Die dreifache Krone ist eigentlich eine Blasphemie. Auch haben wir das Gold und Edelsteine und Perlen und Diamanten. Genau was die Bibel sagt, würde geschehen. Es ist die Krone vom Himmel, von der Erde und von der Unterwelt. Also wie ein Mensch sich dahin stellen kann und sagen, er ist König des Himmels, König der Erde und König der ganzen Unterwelt, das ist schon eine Blasphemie, das ist mehr als Stellvertreter Jesus Christi. Hier haben wir die altbabylonischen Gottheiten und altbabylonischen Könige mit der dreifachen Krone. Es kommt also direkt von Babylon. Der König von Babylon und der jetzige König von Babylon sind die gleichen. Hier ist der osirische Bullengott, dreifache Krone. Das Symbol ist also durchaus ein heidnisches
Symbol. Da ist Krishna in der östlichen Religion mit der dreifachen Krone. Und da ist die Krone von Papst Sixtus. Interessant, dass oben auf dieser Krone des Papstes ist eine Pyramide vom ägyptischen System. Und dann sind da sechs Schlangen ringsrum. 666. Er hat sogar die Nummer auf der Krone. Hier ist der Gott Apollo, der Sonnengott. Es wird ja behauptet, dass das Petrus ist, aber Petrus ist es nicht. Es wurde direkt übertragen aus dem heidnischen Tempel in den Vatikan hinein. Gut, dann, wenn wir uns die Messe betrachten, die Messe ist ja ein Opfer, ein Wiederopfer von Jesus Christus. Und das ganze Symbol der Messe ist ein heidnisches Symbol. Eucharist Meditation, Seite 111, sagt die katholische Kirche, die fantastische, was auch immer, ich weiß nicht, was Dignity in Deutsch ist, der Priester, in seiner Hand, und jetzt sehen wir den sexuellen Kultus wieder hier rauskommen, in seiner Hand, sowie in der Barmutter Marias, das haben wir das Sexuelle dabei, darum waren die Priester und die Priesterinnen des alten babylonischen Tempeldienstes und auch mit Übertragung in die griechische und so weiter, wurden sie bekannt als Tempelhuren wegen der sexuellen Freiheit, die damit zusammenhing. Sagt es hier, dass in den Priestershänden sowie in der Barmutter Marias wird Gott inkarniert. Er findet wieder statt. Siehe die Macht des Priesters, die Zunge des Priesters macht Gott aus einem Stück Brot, es ist mehr, als wenn man die Welt schafft. Das ist schon eine ganz schlimme Blasphemie. Hier lesen wir in Babylonian Mysteries, Religion Ancient and Moderns, dass die Hostie, das IHS da steht für Isis, Horus, Sep, das sind die alten heidnischen Götter, obwohl heute natürlich christliche Namen daran gegeben werden und so weiter, Jesus und der Heilige Geist und so weiter. Aber es macht nichts. Die Hostie heißt Victim. Mit anderen Worten, was war es wieder? Ich habe es vergessen. Opfer. Also Victim, Opfer und wiederum Opfer. Und der Historiker, Bishop sagt, die runde Scheibe ist sehr wichtig und es ist sehr wichtig, dass sie rund ist im römischen Geheimnis. Es ist ein Symbol von Baal, ein Symbol der Sonne. Und so der Gott Mithra, wenn die den Gottesdienst hatten, dann wurde ein rundes Brot auf die Zunge gelegt, um diese Wiedergeburt des Mithra zu feiern. Im ägyptischen System, der Gott Osiris und später Serapsis, Gott der Toten, wurde auch so verehrt durch eine runde Scheibe und das gleiche auch in den Altreligionen von Südamerika. Und da haben wir das Symbol. Der Mond, weiblich, die Sonne, männlich, eins in dem anderen. Das ist im Mesopotamien. Hier haben wir es, das habe ich jetzt fotografiert, auch im Pergamon Museum, Babylon. Da ist die gleiche kleine Fahne, mit der der Papst verehrt wurde, eben wie er getragen wurde. Könnt ihr euch entsinnen, da ist sie. Und da ist Mond und Sonnenscheibe. Und es wird darauf hingewiesen, dass das ist das Symbol der babylonischen Gottheit. Hier haben wir es wieder. Etwas vergrößert. Da haben wir es auch auf einem babylonischen, assyrischen Zylinder. Da ist der Mond und da ist die Sonne. Da ist es im ägyptischen Mond, Sonne. Und da ist es im katholischen. Das ist die Monstranz, der Behälter,
indem der Priester in einigen Messen die runde Hostie da hineinlegt. Dann haben wir den sexuellen Kultus erfüllt. Da ist noch so ein Hostienteller aus der katholischen Kirche. Da ist der Mond. Und wenn die Hostie dann gesegnet ist und umformt ist in Brot, in Gott selber, dann wird sie da hineingelegt und dann haben wir das Symbol der babylonischen Religion verfüllt. Hier ist Papst Johannes Paulus dabei, diesen Brotgott in die Luft hochzuhalten. Und dann wird er in den Mond hineingelegt und da wird er dann gebrochen und verteilt und auch dann aufgenommen. Hier ist noch so ein Teller und dann sehen wir auch diese Zeichen hier. Wenn man so eins hat, das so krumm ist und eins, was gerade ist, dann ist das Geradene steht für die Männlichkeit, das Krumme hier steht für die Weiblichkeit. Also wir haben Männchen, Weibchen, Männchen, Weibchen, Männchen, Weibchen und so weit ringsrum. Und da haben wir im Katholizismus, in einer katholischen Kirche, die ganze Dreieinigkeit zusammen. Alle in dem einen Sonnengott-Symbol. Da ist es wieder auf einer katholischen Kirche, Mond, die Hostienscheibe, die Sonne, Sonnengott. Babylon ist eine Religion der Sonnenanbetung. Sie haben ihren Rücken gekehrt zum Tempel Gottes und sie beten die Sonne an. Und ich frage mich manchmal, wie können wir als Christen, die wir wissen, was die Wahrheit ist, mit so einem System zusammenarbeiten? Hier haben wir Apollo, den Sonnengott, auf dem Tempel von Apollo. Da sieht man das Gesicht dieser Gottheit und ringsrum die Sonnenstrahlen immer in männlich, weiblich, männlich, weiblich, männlich, weiblich, sexueller Sonnengott-Kultus. Und da ist das gleiche Gesicht von Apollo, dem Sonnengott, mit männlich, weiblich, männlich, weiblich auf einem Kirchenpult in der katholischen Kirche in Skandinavien. Ich kann euch zig Bilder davon zeigen. Da ist noch eins, da ist der kleine Sonnengott und die Sterne ringsrum. Das ist im Vatikan, St. Peters Basilika. Und ich habe jetzt auch viele genommen im Pergamum und in anderen Museen, wo das gleiche ist. Hier haben wir es auch auf einem römisch-katholischen Altar, nämlich der Sonnengott Apollos mit dem männlich, weiblich, männlich, weiblich. Und das hier will ich euch gar nicht sagen, was das heißt. Das sind auch Geschlechtssymbole. Das sind, naja, wenn das ein Symbol ist von dem Männlichen, dann ist das eben das andere, wenn ich so sagen darf. Es ist ein ganz schlimme Symbole. Auch natürlich der Heiligenschein, der oben um den Kopf rum ist, da haben wir eben im Osten Krishna mit dem Sonnensymbol um den Kopf. Im Hinduismus, da ist wieder die Sonnenscheibe hinter den Heiligen und da ist er natürlich im Katholizismus sehr bekannt, die Sonnenscheibe. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt so schnell, aber ich komme gleich wieder drauf zurück. Er hatte einen Stab in der Hand, der so krumm war wie ein Hirtenstab, aber der Kopf war der Kopf einer Schlange. Es ist nämlich ein Schlangenkultus. Hier oben haben wir wieder die Sonnenscheibe im Mesopotamien, das kommt also aus Assyrien, aus Babylon. Und da ist ein Kreuz, wo die zwei Seiten gleich lang sind. Okay? Die zwei Seiten gleich lang ist ein Symbol der Sonne, denn die Sonne in bestimmten Umständen, wenn man die Augen ein bisschen zumacht oder dergleichen oder sie eins ins Gesicht scheint, macht ein Kreuzzeichen. Hier haben wir es wieder im Mesopotamien, Symbol der Sonne, das Kreuz mit der gleichen Größe nach oben und nach unten. Und dieses Symbol müssten wir dann eigentlich in den anderen Religionen auch finden. Hier haben wir den Ankh vom Ägyptischen. Und es ist interessant zu sehen, dass die Priester den Ankh tragen, der katholischen Kirche. Man sieht es nur nicht, weil das hier ist der Kragen. Es geht hier um den Hals und dann kommt es hier runter und dann macht es so. Also sie tragen den Ankh, ohne dass man es merkt. Das habe ich jetzt auch im Ägyptischen Museum in Berlin fotografiert.
Da sehen wir das Gleiche. Das ist der Kragen, da sind die Streifen und die Arme. Das ist Symbol Baals. Es ist Symbol der babylonischen Religion. Hier haben wir einen altbabylonischen König. Der war ja auch gleichzeitig der König von Babylon. Er war auch ja das Haupt der Religion. Er zeigt da zur Sonnenscheibe und hier an seinem Körper ist das Kreuz. Ihr seht, dass das Kreuz auch so ist, nicht nur zwei Sterne, sondern dass es so ein bisschen breiter wird da, ein bisschen breiter wird da, ein bisschen breiter wird da. Es ist Symbol Baals. Und natürlich müssen wir es auch im Vatikan finden, denn das ist ja der neue König von Babylon. So all die babylonischen Symbole müssen da sein. Da ist es. An seinem Hals, da kann man auch sehen, der Ankh, er geht rum und er kommt runter und er trägt den Ankh, er trägt das Symbol Baals an seinem Körper. Sonntag brauche ich nicht viel drüber sagen. Wir wissen, dass es ein heidnischer Tag ist. Sonntag ist der Tag, an dem die Heiden diesen Planeten, die Sonne, angebetet haben. Und Christen haben gedacht, dass es gut wäre, wenn wir den gleichen Tag halten und den gleichen Namen behalten. Und dadurch können wir auch die Heiden erreichen. So wurde behauptet. Okay, die Sonne ist das wichtigste Symbol des Heidentums. Darum hat die Kirche gesagt, wir halten den alten heidnischen Namen. Er ist geheiligt. Und der heidnische Sonntag, der dem Baal gewidmet war, wird der christliche Sonntag Jesus gewidmet. Katholische Welt, März 1984, Seite 809. Also sie geben es ganz einfach zu, dass ihre Symbole Symbole der altbabylonischen Religion sind. Da haben wir den Gott Zeus, der ja auch Symbol des Sonnengottes ist, die Hauptgottheit. Die haben nur andere Namen bekommen. Und er hat da in der Hand einen Blitz. Er war ja der Gott des Donners und da hat er einen Blitz in der Hand und der Blitz ist auch ein Symbol der Sonne. Jetzt müssen wir im Katholizismus die gleichen Symbole kriegen und da sind sie. Hier ist Maria und sie hat den Blitz in der Hand und das ist Symbol des Sonnengottes. Also Katholizismus ist das alte Heidentum, das wieder entstanden ist. Da ist Apollos. Und, oder Jupiter oder wie man ihn auch nennen will, mit dem alten Handzeichen und immer zwei hoch. Kann auch so sein, dann ist es Coronato Teufelszeichen, das ist das Zeichen des Bockes. Und wir sehen auch natürlich, die Rockstars machen immer so und das Siegeszeichen ist so und dieses Zeichen ist auch ungefähr das gleiche. Es ist der okkulte, das okkulte Zeichen des Sonnengottes. Hier sehen wir es im Hinduismus und im Osten als Zeichen des heidnischen, der heidnischen Gottheit. Hier im germanischen Stämmen, da ist auch die Schlange, Symbol Satans. Und da auch der Tannenzapfen. Den Tannenzapfen werden wir gleich mal ein bisschen betrachten. Der ist sehr interessant. Da ist es im Buddhismus. Gleiche Zeichen, also der Dalai Lama macht auch so und das ist irgendwie zwischen reingeraten, das soll nicht da liegen, aber ich wollte noch zeigen, Papsttum macht das Gleiche, Katholizismus macht das Gleiche, wir haben es ja auch gesehen in vielen anderen. Das hier ist auch ein babylonisches Symbol und wie nennt man die Teufelsgabel? Die dreizackige Gabel. Und wenn man das jetzt sieht, dann sieht man auch gleich, dass es ein sexueller Kultus ist. Denn hier haben wir wieder das Weibliche und da haben wir das Männliche. Das ist auch ein Zeichen Babylons. Das kommt hier aus dem Babylon, die Aufstellung im Pergamon Museum, habe ich auch gerade vor einer Woche fotografiert. Hier ist Poseidon und Neptun und wie sie hießen mit der dreizackigen Gabel. Da haben wir im Hinduismus die dreizackige Gabel. Da ist die mittlere, männlich, männlich, weiblich.
Und natürlich im Katholizismus. Hier ist eine katholische Kathedrale in St. Paul in London und da ist er. Viermal. Also jedes Symbol Babylons finden wir in der katholischen Kirche. Da ist das Handzeichen, da ist das Kreuz, da ist es auf dem Haupt von Mutter und Kind. Es ist der altbabylonische Kultus und ich glaube, dass am Ende so vieler Zeichen man nicht mehr zweifeln kann, dass der wahre König von Babylon heute ist niemand anders als der Papst. Hier haben wir den alten babylonischen geflügelten Gott. Obendrauf haben wir noch so ein Symbol dieses Sexkultus, nämlich den Fleur-de-Lis. Das ist auch Barmutter und männliches Zeichen. Die haben solche komischen Zeichen, das ist unglaublich. Da ist Isis im Ägyptischen mit dem Fleur-de-Lis auf dem Kopf und die dreifache Kette natürlich um den Hals. Und da haben wir es im Katholizismus. Der Fleur-de-Lis und das Handzeichen und auch gleich noch die Kugel dazu. Also drei Zeichen, die werden wir gleich aufheben. Natürlich in Babylon auch die Kette, womit man gebetet hat. Die Bibel sagt, muss nicht wie die Heiden sein und die Gebete nacheinander plappern. Aber im altbabylonischen System war das der Weg zur Heiligung und so auch der Rosenkranz tut genau das Gleiche. Das Auge Osiris, das Auge des babylonischen Gottes, der alles sieht und weiß, was auf Erden losgeht, ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen im Katholizismus. Da haben wir ihn auf einem Pult in einer katholischen Kirche, auch auf der Dollarnote, wie ihr wisst. Und da ist er auf einer Kathedrale in Milan. Und das ist natürlich auch das Zeichen der Freimaurer. Alle stehen sie unter einem Dach. Endgültig beten sie nur einen Gott an. Und das ist Luzifer, der sich vortut als eine falsche Dreieinheit hier auf Erden. Ein anderes wichtiges Symbol dieser Religion ist die Muschel. Und die Muschel ist Symbol der Wiedergeburt Nimrods. Er wurde beschützt und behütet in der Barmutter und kam zum Vorschein als der Erlöser der Welt. Also die Muschel wird dann Symbol der Behütung unter den Wassern in der Barmutter. Und so haben wir Poseidon mit der Muschel. Und da im katholischen Krest, mit anderen Worten, das wichtigste Symbol des Katholizismus, haben wir die dreifache Krone vom Heidentum, wir haben die zwei Schlüssel vom Heidentum und natürlich die Muschel. Es ist Babylon im vollsten Sinne. Auch die Kugel ist ein Zeichen des Universums und der Macht dieser Kirche und dieser Religion über die ganze Welt. Hier ist es in der Hand Isis, die Kugel. Und da haben wir Ninus, das soll jetzt angeblich Jesus vorstellen, mit einer heidnischen Kette um den Hals, Heidenzeichen in der Hand, Kugel in der anderen Hand, da ist er als Erwachsener. Es ist ein schrecklicher Kultus, der sich vortut als Christentum. Und natürlich der Vatikan selber, die Basilika, obendrauf die größte Kugel der Welt. Denn da ist der Thron Satans. Die Bibel sagt, und der Drache gab ihnen seinen Thron und viel Macht. Hier ist der Vatikan, das ist Bernini's Canopy in der Mitte, wo die Messe gelesen wird, der Hauptaltar. Und ringsrum alle Heidenzeichen, da ist der Mond zum Beispiel, den ihr jetzt schon sehr gut kennt. Und all die anderen Zeichen Babylons, da ist die Sonne mit den Stacheln und dergleichen. All die Heidenzeichen Babylons sind um diesen Thron aufgebaut. Keiner braucht im Dunkeln zu leben, über wer der König von Babylon ist. Hier haben wir das Herz, das heilige Herzanbetung im Aztec, mit anderen Worten im mexikanischen System. Hier haben wir es im Christentum. Es kommt auch direkt von Babylon. Wie gesagt, die Vögel, die Mutter, die ihr eigenes Fleisch gebraucht und ihren Kindern füttert, Kultus über die Toten und so weiter. Darüber brauchen wir ja nicht viel reden. Der jetzige Papst sagt immer noch,
dass man die Toten anbeten darf. Vater Gerhard hat da gesagt, wenn man nur ein Stückchen hat von seinem Sarg, dann hat man schon Heiligkeit. Das sind alles Werke, die man aufbaut. Hier ist die ganz bekannte Treppe, wo Martin Luther auch hinaufkroch und dann die Stimme hörte, die Gerechten werden durch den Glauben gerecht. Und er ist aufgestanden und hier entstand die Religion. Hier kann man sich 90 Tage kaufen. Wenn man hier hochgekrabbelt ist, hat man 90 Tage, wo man die Sünden vergeben hat. Weihnachten war natürlich der Geburtstag Osiris am 25. Dezember. Am 24. Dezember war es die Geburt vom Mondgott. Und heute feiern wir ja Weihnachten am 24., am 25. und am 1. Alle drei durch den Papst gut geheißen. Es ging ja um die Sonnenwende. Am 24. ist Heiligabend, wird gefeiert. Am 25. wird Weihnachten gefeiert. Ein paar Tage später, am 1. wird Weihnachten wieder gefeiert unter dem Symbol des neuen Jahres. Wir zählen ja, es ist jetzt der 1. Januar seit Christi Geburt. Ist es nicht so? Naja, also ist Christi Geburt doch der 1. und nicht der 25. Und im Osten wird es noch 14 Tage später gefeiert. Ich möchte auch so sein, um gleich 5 Geburtstage hintereinander zu haben. Nur damit das all die Heidensysteme damit reinpassen. Dann auch die Opfer, die an diesem Tage gebracht wurden, waren die Gans, da ist das Opfer im ägyptischen System und natürlich auch das Schwein. Und so ist die Gans in Deutschland eine sehr wichtige Mahlzeit um Weihnachten. Und das Schwein, der Gammon, ist eine ganz wichtige Mahlzeit, dieses Schweinebraten in dem englischen System. Und es ist nichts Neues. Es ist eine Feier des Baumes Nimrod, die abgeschnitten wurde und der Zweig, ihr habt ja gesehen, Ninus, der Zweig entsteht und wird beschmückt. Und die Schlange gibt neues Leben an diesen Baum. Also der Tannenbaum ist ein ganz wichtiges Symbol. Es ist nicht immer der Tannenbaum, wenn da nicht eben einer ist, so wie in Ägypten, dann wird es die Palme. Aber in meisten Systemen ist es die Tanne, die sehr wichtig ist. Also der Tannenzapfen wird ein ganz wichtiges Symbol der Wiedergeburt dieses Sonnengottes. Also im Mexikanischen, in den Altreligionen haben wir die Tannenzapfen als wichtiges Symbol Baals. Und auch in dem Heidentum ganz durch finden wir die Tannenzapfen. Zum Beispiel hier ist ein Hindu-Gott mit den Tannenzapfen in der Hand als Symbol Baals. Und da haben wir Bacchus mit dem Tannenzapfen in der Hand, im Griechischen. Und hier haben wir Dionysos mit dem Tannenzapfen, auch da der griechische Gott. Und hier im Museum von Osiris, das ägyptische Zeichen, die zwei Schlangen natürlich auch. Und natürlich müssen wir es dann im Vatikan finden, wenn er der König von Babylon ist. Der größte Tannenzapfen der ganzen Welt steht im Hof vom Vatikan. Aber es ist so ein wichtiges Symbol der babylonischen Religion, dass Papst Johannes Paulus den Tannenzapfen an seinem Stab hat. Also, wer ist der König von Babylon? Kann man da noch zweifeln? Auch Ostern, das Ei, das neue Leben, das aus der Barmutter herauskam, Symbol der Wiedergeburt des Sonnengottes. Der Stab, der Hirtenstab, hier haben wir ihn in Babylon. Es ist ein Symbol der Schlange, hier haben wir das Symbol im Osten. Die Sonne ist der Ursprung des physischen Lebens, die Schlange, Ursprung des geistlichen Lebens, wurde angebetet als Asklepios, der Schlangengott. Hier haben wir das Symbol der Schlange als Hirtenstab im Ägyptischen. Da ist Tutankhamun mit seiner, und da haben wir Astarte mit ihrem Schlangenstab, da sieht man den Schlangenkopf in der Hand. Und da sind die katholischen
Bischofsstäbe und wir sehen, einige haben die Schlange drauf oder den Drachen. Denn der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und das, was ihn imstande stellt, um die Welt zu regieren. Das ist ein interessantes Symbol. Hier ist der Drache, Vatikanes Symbol auf dem vatikanischen Crest, ich weiß nicht, was das in Deutsch ist. Und das heißt Vatis, die Weine, Kan ist Schlange, Serpent. Also Vatikan heißt Divining Serpent, die göttliche Schlange. Und so haben wir babylonische Systeme hier im Vatikan, natürlich Paninis Canopy, in der Hauptaltar vom Vatikan, hat die größten Schlangen der Welt, 4 Schlangen aufgebaut, als die Säulen, die den Altar aufrecht erhalten. Dann das wichtigste Zeichen, endgültig, ich ende mit diesem, ist das Zeichen der Sonne, nämlich in der Form des Sonnenrades. Nicht immer, aber meist mit 8 Zacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ihr seht, dieser ist wieder gerade und der ist, das heißt männlich-weiblich, der altbabylonische Sonnengott Kultus. Hier ist das Rad im Ägyptischen. Es ist Osiris. Zeichen des Osiris, hier haben wir ihn im Buddhismus, das Rad. Und ich möchte mal haben, dass ihr euch überlegt, wie viele Gewerkschaften dieses Rad als Zeichen haben. Sie schieben doch das Rad immer so vor sich her. Kasatu in Südafrika, die größte Gewerkstatt, hat das Rad, das vor sich her wird. Symbol der ANC, das Rad, das vor sich hergeschoben wird. Sind alles Zeichen von Baal. Die Gewerkschaften sind alle unter dem Deckmantel des Katholizismus. Er beherrscht die Welt durch die Wirtschaft zu beherrschen. Hier haben wir das Sonnenrad in Karak, Indien. Da ist es dem Katholizismus. Da ist es nochmal auf einer katholischen Kirche. Und da ist es in Schmuckform mit Alpha und Omega, Anfang und Ende, Baal, der Sonnengott, die babylonische Religion. Nochmal, Maria mit Sonnenrad und Schwert, katholische Zeichnung. Und ich möchte enden mit diesem Dia. Die Bibel sagt in dem Buch Ezekiel, dass Ezekiel eine Vision hatte vom Thron Gottes. Und der Thron Gottes war mobil, er bewegte sich. Und da waren Engel ringsrum. Und wie wurde der Thron Gottes beschrieben? Als ein Rad in einem Rad. Also ein Rad in einem Rad. So hat er den Thron Gottes beschrieben. Der Thron Satans wird ja dem Tier gegeben. Und er gab ihm seinen Thron und viel Macht und so weiter. Und wenn das eine Gegenreligion ist, gegen die wahre Religion, dann muss der Thron Satans ungefähr die gleichen Symbole haben wie der wahre Thron. Und so sehen wir den Vatikan von oben. Das größte Sonnenrad der Welt in dem Hof Vatikans. Ein Rad und ein Rad in einem Rad. Der König von Babylon lebt heute, die altbabylonische Religion besteht heute, die anderen Religionen, die sich tun, als ob sie anders sind, so wie Buddhismus, Hinduismus und wie sie auch alle heißen, können ganz leicht sich unterstellen diesem König von Babylon, denn er ist der König der Religion, die sich auflehnt gegen Gott. Wir haben eine ganz einfache Wahl, das System oder Jesus Christus, unseren Erlöser. Wir müssen wählen, was wir wählen können. Die Priester haben mein Gesetz zerbrochen. Sie haben meinen Namen missbraucht. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem, was heilig ist und dem, was nicht heilig ist. Und sie machen keinen Unterschied zwischen rein und unrein.
Und sie halten ihre Augen auch nicht auf meinen Sabbat, das Zeichen von meiner Autorität, sagt Gott. Meine Unterschrift. Wenn ihr meinen Sabbat hält, dann zeigt ihr der ganzen Welt, dass ihr an Jesus Christus, den wahren Erlöser, gehört. Dann brauchen wir kein Heidenzeichen um uns hängen. Wir brauchen kein Kreuz um den Hals haben, um zu sagen, wir sind Christen. Wir brauchen nur den Sabbat halten. Das ist alles, was wir brauchen. Denn dann sagen wir, wir gehören Gott. Kommt aus ihr raus, mein Volk, sodass ihr nicht teilhabt an ihrer Auflehnung gegen Gottes Gebote, ihre Sünden. Und dass ihr nicht ihre Plagen empfängt. Und ich und mein Haushalt, und ich glaube, ihr und euer Haushalt, wir werden lieber dem Herrn dienen. Amen.